Schnibbel die Schnapp und hallo Drio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heroes of the Storm mit mir, dem Nefkara. Mit mir, dem Maxima. Mit mir, dem Bazzillo. Mit mir, dem Kimi. Und mit mir, dem Spike. Oh, das schön, wie einstudiert. Ja, Heldenrotation sieht wie folgt aus. Ihr seht ja, der Bazzillo ist Illidan. Snackerack. Ach ja, Leute, ich dachte, ich bin Moradin. Er hat ein Auge für sowas. Ich habe mir Sylvanas gekauft. Ja, auch wenn die in der Free-Rotation ist, ich habe sie wirklich. Victory for the Forsaken. Ihr seht daran, dass ich gar keine Münzen habe. Ich habe wirklich glatte Null. Ach, dieses herrliche Rumgeruckel bei Heroes. Ja, das hat gerade wirklich... Bitte nicht die Drachen mehr. Bitte nicht die Drachen. No. Verdammte Scheiße. Da haben wir heute noch drüber geredet. Du musst es doch aufbeschwören. Ja, irgendwie schon. So, bitte nicht die Drachen-Map. Oh, was? Drachen-Map? Habe ich gehört. Als nächstes möchte ich nicht in die Minen. Ah, Kimi, gehst am besten direkt in die Mitte, ne? Nee, ich lerne auch nicht. Ansonsten ein bisschen aus. Ansonsten schreist du halt, wenn du Unterstützung brauchst. Genau. Wie Rita bei dir immer schreit, was sind deine Zöglinge? So in etwa. Ja. Mit, weißt ja, mit G gedrückt halten kannst du uns ja pingen. Musst nee, einfach G machen. Einfach nur G. Da musst du auch nicht. Ja, da brauchst du ja keinen spektakulären. Wir wissen ja dann, na, Kimi pingt, Hilfe. Ja, wir haben TS, wir können auch reden. Ja, ja. Ja, stell dir vor. Das ist auch so eine Sache, das ist nicht schlecht. Nee, ist nicht schlecht. Ich geh top. Was mach ich? Oh, geh Support. Oder kommst du mit mir? Geht ihr beide doch, ich und Kimi gehen Solo-Lanes am Anfang. Geht gar nicht. Da ist noch sowas wie ein Illidan da. Dann gehen wir im Illidan mit. Gehen wir im Illidan mit. Der Illidan. Achso, ne, da kommt der auch mit hoch. Achso. Wollte gerade sagen, ihr geht zu dritt hoch. Nach und dann oben, wundern... Illidan. Die haben übrigens auch Zagara und Sylvanas, ne? Ja, auch Lilly. Ja, auch Lilly. Drei der Helden, jetzt wird sich zeigen, wer von uns die besseren Dödels ist. Und Valar und Arthas. Ich denke, Kimi und ich werden gleich auf Zagara und Dingsbums treffen. Jo. Alle Mitte, alle Mitte, alle Mitte. Die sind zu fünft in der Mitte und pushen. Zu viert. Die pushen. Fünft. Fünft, die sind alle Mitte, die pushen. Die wollen jetzt schon hart pushen. Siehst du das? Ja. Arthas? Ja, Arthas, ja. Sehr schön. Wenn die pushen wollen, dann kriegen die jetzt aufs Gesicht und so. Okay, komm, auf die Lanes wieder. Wieder auf die Lane. Und wenn das wieder passiert, direkt nochmal. Ich habe die Vision dafür. Valar ist nach oben. Ja. Oh. Ja, Tempel kommen, ne? Ja, ich habe Zagar, nicht Valar, bla bla bla. Sylvanas ist bei mir unten. Oh, und Arthas. Valar haben wir bei uns oben. Kimi, ich brauche dich gleich. Okay. Die sind ihr bei mir nämlich runter. Unten. Ihr müsst gleich zusammen runter. Ja, wir gucken mal, was wir gleich machen hier besser. Activate the shrines and the dragon's power is yours. Nice, Kimi. Direkt auf Sylvanas. Oh, ich bin im Arsch. Das ist zu stark. Ah, das ist zu stark. Der skillt sich auf Damage. Ja, der skillt sich auf Damage. Die machen Kimi, komplett guck mal, alle aber Schaden. Pass ein bisschen auf, dass du dich nicht wastest. Ja. Ja. Ich stelle mich zu dir, aber pass auf. Sag doch, was hat ihr einen Heal braucht, meine Güte. Ja. Geh mal runter jetzt. Auch wenn ihr das da oben nicht halten werdet, aber unten ist Zagara. Die pusht halt die Sau. Do not. Ja, pass auf jetzt, Daniel. Hier ist unten nur Arthas erstmal. Okay. Da ist Sylvanas. Ah, na, na, Drachen-Dingsbums. Boah, ne, krieg ich nicht. Ist, Kimi, du schaffst Zagara das vielleicht. Nein, hier ist Zagara in der Mitte, das komm ich nicht. Haben wir es? Nein. Ich, wir, Kimi und ich kriegen das hier. Ja, ich hab auch keinen Mana mehr. Unten. Guck, dass ihr das oben irgendwie haltet, ich komm da hin jetzt. Ja, ich hab keinen Mana, das ist mein Problem gerade. Komm jetzt da hoch. Bei zwei unten.
Die Skill nicht vergiften, schön zu wissen. Wenn du Arthas... Arthas hat sehr wenig HP. Ich leider auch. Kein Mana. Kommst du? Ich komme. Ich verzieh mich. Da ist Arthas. Nice, Kimi. Nice, Kimi, geht drauf. Ja, Arthas ist weg. Schön. Ich hab nichts mehr. Ich auch nicht. Ich hab nur noch Mana. Egal, haut ab da. Ist egal. Verschwinde, teleportier du dich zurück. Ich bleib hier. Komm eh gleich alle 5 hoch. Komm von hinten. Ich muss auf den Brunnen halt warten. Ah, ich hab keinen Stun gerade ready. Ich hab mir kein Mana, ey. Kotzen hier. Ja, wir sind zu low noch, um Mana zu haben. Das war knapp. Ja, da hast du recht. Übel, ne? Ich muss mich bald wegteleportieren. Ich hab keinen Brunnen. Hallo. Ja, lauf weg. Wir müssen Zagara in der Mitte aufhalten, eigentlich mal. Ja, geht mal hin. Unten, das Ding ist doch eh weg. Ja. Geht doch einfach mal hin. Geht mal hin und steckt mal die Zagara weg. Ja, ich komme. Die haben einen Level-Vorteil fast. Arthas. Kimi, pass auf. Beziehe mich mal komplett zurück. Ja, die haben einen Level-Vorteil, weil die so hart gepusht haben, ne? Nee, weil die einfach auf den Lanes bleiben und sich die Minions holen. Nee, die Minions? Weißt du, wo Zagara schon ist? Die steht schon bei unserem Turm. Auf unserer Seite, bei dem großen Festung. Die hat sich komplett durchgepustet. Sylvanas macht sich unten. Naja, klar, kommt Arthas jetzt. Ja, jetzt pusht Sylvanas unten. Korrekt. Ja, so oben werden wir verlieren. Oh, es könnte das falsche Matchup sein für uns. Ja, die sind auf pur Schaden. Wir müssen da. Ist egal, lass den. Zur Not, lass den einfach mal diesen Drecksdrachen. Das ist sowieso ein überbewertetes Ding, ey. Dann snacken wir im Hintergrund halt die Gegner weg. Hey, lass sie doch mal machen. Ach hoch, ich hab nicht aufgepasst. Zagara kriegen wir? Nee, ne? Schade. Ah, da ist aber. Ja. Das war okay dafür, dass ich abgekratzt bin. Ich konnte eh nicht mehr wegkommen. Den Drachen haben sie nicht gekriegt. Nee, weil ich unten war. Ja. Die haben dasselbe Matchup wie wir, halt nur mit mehr Helden. Gegen Sylvanas halt. Ja, Kimi und ich sind stärker. Das Problem ist, die Valar von denen ist halt mehr. Ja. Und die Sylvanas und die Zagara von denen, die pushen halt ultra hart Gebäude. Die Zagara hat gar nichts gegen Heldenschaden gemacht. Also wenn ihr den Müll jetzt mal oben einnehmen würdet, dann könnten wir auch sogar den Drachen noch kriegen. Ja, ich pushe jetzt unten selbst mal ein bisschen. Jetzt einnehmen, jetzt. Keiner in der Mitte. Ach, Arthas. Ich da nicht, gell? Ja, ist nicht schlimm, ich komme durch abkratzen. Die haben halt gleich Ulti, das heißt, die werden uns dann eh auseinanderrocken. Theoretisch müssten wir dann einfach hingehen, wenn die Ulti haben, einfach weggehen. Und den Drachen gucken, dass wir den verteidigen. Ja, die machen halt jetzt Camps, das ist halt clever, ne? Ich hasse diese Map. Ey. Man müsste es wegmoven können, das ist einfach nervig hier. Ah, das Ulti, ich hab's abgekriegt, dafür werde ich sterben. Oh, wieder geile Heals. Tut mir leid. Keine Chance. Nee. Die ist so nah rangekommen, das kann ich nicht. Die kann sich teleportieren. Muss halt erstmal weg. Es ist halt die drei Kills, die die haben. Übrigens bin alle ich. Okay. Ich bin die drei Kills. Ganz allein ich. Lass sie den Drachen, ist egal. Gar nicht sterben für den Scheiß. Ja, jetzt haben wir mal richtig Probleme hier auf der Map. Richtig Probleme. Ja. Die haben mehr Schaden als wir. Unser Illidan hat halt gar keinen Schaden. Ah, kommt halt nicht dazu, die sind alle Fernkämpfer. Boah.
No. Ich durfte die Sylvanas nicht pushen. Die pushen halt jetzt oben, ne? Wir müssen hoch, wir müssen hochkommen. Wir sind oben, die jetzt mal wegsnacken. Wir haben Ulti, wir können die mal wegholen. Seite. Ja. Ah, scheiße, Ulti-Waste. Der war fail. Meine Ulti hat gesessen, der kann nichts mehr machen, der Arthas. Nice, Chemie, leider die. Wenn man down kriegen, so gut, ja. Ja, cool. Ja, wenigstens den einen. Ja, unten wird halt auch gepusht. Ja, die verarschen uns halt hier in der Mitte und unten wird halt weiter gepusht. Wir müssen da jetzt runter, wir müssen die wegholen. Ja, wir müssen Zagara halt töten, ne? Ja. Und schon wieder Ulti, total für den Arsch, was die macht. Boah, sehr schön. Endlich mal, ey. Ja, wenn wir das so weitermachen, dann haben wir auch gut. Wir müssen zwar gegen pushen irgendwann mal irgendwie, aber. Ja, Camp oder ja, sowas? Hardcamp. Ja, ja, lass mal Hardcamp machen und dann. Ja. Wobei, mach die Hardcamp, ich geh Softcamp unten holen. Solo. The moment is Schreien in 30 Sekunden. Ja, der ist dann der in der Mitte. Ja, die haben das Hardcamp von unten gezogen. Ja. Das müssen wir eh deffen. Schnell. Sind zu dritt oben. Ich bin alleine. Können wir gerade nicht weg. Komm auch. Ach ne, schon wieder oben und unten. Ja, immer. Immer selber. Ja. Mhm. Da ist Zagara. Das Hardcamp erstmal wegmachen, ja. Und Arthas. Und Sylvanas, die sind hier zu dritt. Ich muss weg da. Pass auf. Ja, ich bin zum Schweigen gebracht worden, ich bin tot. Ich war schon so oder so tot. So schnell komme ich nicht weg mit Sylvanas gegen die drei. Ja, ich komme jetzt nach oben zu euch. Komm, wenigstens bin ich jetzt nicht, wenigstens bin ich nicht mehr der Einzige, der gestorben ist. Sehr schön. Aber trotzdem muss ich raus da. I have no time for games. Sylvanas ist so. Ja, ich bin am überlegen, ob ich Zagara in der Mitte angreifen soll. Du es. Nice Match gerade. Ja, allerdings. Die Sylvanas ist so schlecht. Sylvanas ist so schlecht von denen, ey. Die denkt, mit ihrer Banshee-Gedöns kann die Schaden machen, ey. Ich hab halt keinen Mana, ich muss weg. Mein Pfeil ist gekommen, die können nicht mehr, nichts mehr machen. Gerade. Erzähl doch, geh in die Mitte. Ich bin dabei. Ah, zu spät. Boah. Nee, das war's, die sind das bessere Team. Wir sind die bessere Kombination. Wir sind eine schlechte Kombi gegen die. Ja. Die haben auch Arthas. Die haben Arthas und Valla, richtig. Und die sind beide deutlich besser am Schaden als die Version von uns. Abgesehen davon, dass Arthas einen viel besser festhält. Als zum Beispiel ein ETC. Ja gut, ETC ist stunned und da muss der Schaden kommen, aber da wir keinen Schaden haben, ist halt das Problem. Ja, der Schaden ist nur von Kimi und mir da, Daniel kommt nie an die ran. Wir sind alle Fernkämpfer. So, Zeit ist erhält. Gut, da gibt's halt mal eine Niederlage in der Aufnahme, das ist halt einfach mal so. Ja, das ist auch passiert. Mal. Ist ja, wie gesagt, ist ja kein Ponyhof hier alles. Und das Spiel ist auch eigentlich ziemlich schwer. Dass wir da die letzten Male auch noch gewonnen haben, war auch meistens immer so ein bisschen Glück. Wo wir das dann am Ende noch kippen konnten. Alter, wie die gegen uns beide eigentlich fast kassiert haben, ne? Aber wir hatten auch unsere Türmchen in der Nähe. Ach,
bei Low Life liegen die und wir kriegen die nicht weg, ey. Das ist echt schlecht. Das ist gerade schlecht, echt, ey. Komm auch schon dazu. Ich hab, kann nichts machen, ne? Ja. Ich auch nicht. Ich kann auch gar nichts machen hier. Richtig schöne Ulti, aber ja, kommt halt kein Schaden rein. Ja. Ich wurde direkt rausgenommen. Du hast dein Ulti gemacht und dann wurde ich getötet von den zwei, die übrig geblieben sind. Arthas und Sylvanas haben mich umgebratzt mit zwei Schlägen. Puh. Ne, können wir so nicht spielen, diese Kombi. Nee, aber mussten wir halt mal ausprobieren. Nicht. Mit Lidan geht das dann halt nicht. Ne? Das ist der einzige Nahkämpfer, das funktioniert hier halt nicht. Der hat keine Schnitte gegen Arthas. Arthas ist viel zu stabil. Ja. Arthas ist auch außerdem noch der stärkste, einer der stärksten Tanks im Spiel. Ja. Sylvanas hier unten. Es ist eigentlich egal, wir haben keinen Damage. Ja. Wir haben keinen Schaden, das können wir hier gerade voll in die Tonne kloppen, das Spiel. Es ist halt so, Kimi und ich haben relativ viel Schaden, aber Daniel hat halt so ultra wenig Schaden gemacht, dass es wäre, als wäre der gar nicht existent. Muss man drauf gucken. Ja, es funktioniert einfach nicht mit zwei Spezialisten. Doch, das funktioniert. Doch, die machen uns gerade damit nämlich hart platt. Die machen das ja auch, die machen ja nichts anderes. Ja, die haben dasselbe. Die haben aber halt eine Fernkampf-DD dabei. Das die haben gut, Fernkampf. Kimi. Hast du alle mit reingenommen? Ja. Das ist halt der Unterschied. Fernkampf-DD. Die ist haben Valla und Valla ist super stark. Ja. Und Valla und Valla, Tagara als Kombi ist eigentlich ziemlich geil. Dann nicht, haben wir jetzt festgestellt. Nicht wirklich. Die hat eine andere Skills. Yeah, jetzt ist Tagara weg vom Fenster. Naja, die machen jetzt hier Ende. Ja, nicht mehr. Da brauchen wir auch gar nicht mehr reingehen. Wunderbar, schnelle Folge, perfekt. Ja, ich bin unser stärkster Held. Meisten Gebäudeschaden, meisten Heldenschaden. Ist ja typisch, Sylvanas. Wäre doof, wenn nicht so wäre. Auch wenn wir am Verlieren sind, muss es ja so sein eigentlich. Kimi hat den höchsten EP-Beitrag. Interessant, Kimi und ich haben einen riesen EP-Beitrag, bei euch eigentlich gar keiner. Aber ihr kamt ja auch nicht gegen die an, ne? Ihr konntet ja zu dritt auch nichts. Was willst du denn machen, wenn du One-Shot bist? Dann machst du gar nichts. Ja, richtig, genau, das ist es ja. Das ist halt das Problem. Ja. Da haben wir halt jetzt wirklich richtig hart. Was müssen wir denn jetzt ändern? Ein Fernkampf-DD. Wir dürfen kein Illidan mehr dabei haben.